Wochenende und Regen in Duisburg. Und was machen wir jetzt? Wir fliegen auf Insel. Nach Fuerteventura. Los geht's. Raus aus dem grauen Deutschland. Rein und, ins Vergnügen. Ins endlose Blau der Kanarischen Inseln. Los geht's. Wir sind jetzt am Düsseldorfer Flughafen angekommen, eine Station von Duisburg mit der Bahn, dann mit dem Skytrain. Ja, unser Flug steht auch schon da, Fuerteventura, 13.05 Uhr und ich bin mal gespannt, ob das Gate schon auf hat, ob wir schon die Koffer aufgeben können. Wartezeit am Security Check ist 10 bis 15 Minuten, das geht eigentlich. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir unsere Koffer loswerden. So, viel ist noch nicht los, Gott sei Dank. Ich denke mal, dass wir hier ganz zügig dran sind. Haben schon Schlimmeres erlebt, ne? Auf jeden Fall. Alles super, ne? Sitze wie gebucht. Ja. Natürlich am Fenster. Okay. Wir beide am Fenster, hintereinander. Es geht nun mal nicht anders. Ja. Und ja, um die Ecke ist schon das Dingens und um 12.20 Uhr haben wir Boarding. So, Zwischeninfo, Security-Check sind wir durch. Ich konnte mal wieder meinen kompletten Kamerarucksack auspacken, wie immer. Aber Sicherheit geht natürlich vor. Und da sollte man natürlich, bevor man in den Urlaub fliegt, immer dran denken, alles irgendwie so zu verpacken, dass man es auch schnell auspacken kann. Und vor allem die Drohnenakkus und die ganzen Drohnenzubehörsachen den Security-Menschen direkt anmelden, dann gibt es da auch keine Probleme. Jetzt sind wir hier im Duty-Free-Bereich. Wir gucken noch mal, dass wir jetzt ein bisschen was zu frühstücken kriegen. Ja, und dann ganz gechillt auf die Maschine warten. Werfen wir noch mal eben einen Blick auf die Flugtafel. Wir haben hier einige Maschinen im Angebot, unter anderem Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura, Antalya, Funchal, Thessaloniki, Palma. Und das hier ist unsere Fuerteventura, 13.05 Uhr. 179 bis 190 geht B27. Das ist direkt hier vorne. Wir sind leider viel zu früh. Wir haben es jetzt gerade mal 10.19 Uhr. Und ja, Boarding ist wahrscheinlich erst so 12:30 oder so. Ja, aber besser zu früh als zu spät. Ich werde mir jetzt mal noch was zu snacken da holen. Für exzellente Angebotspreise hier im Düsseldorfer Flughafen. Da kann man sich auch mal ein ordentliches Frühstück für 19,50 Euro so ein Schokocroissant oder sowas gönnen. Croissant Red Foods 3,20 Euro, Melissa 3,90 Euro. Ja, das geht eigentlich. Gucken wir mal, was die sonst noch im Angebot haben. 7,90 Euro, Focaccia Schinken und Käse. Ja, so ein Schinken und Käse wäre nicht schlecht. Mit Salami wäre mir aber lieber, genau, Salami-Sandwich. Das hatte ich beim letzten Mal. 6,50 Euro. Ja, kann man sich mal gönnen. Cola Zero 3,90 Euro. So, jetzt gibt es erstmal ein leckeres Frühstück. Käsebrot mit Salami. Lecker im Ofen gegart. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und, was hast du dir geholt? Also für jetzt ein Buttercroissant ohne Latte. Ja. Und dann Kaltgetränke für den Flug. Okay. Kostenpunkt? 10,10 Euro. Ja, so ungefähr habe ich auch bezahlt. Das geht, ne? So, dann gucken wir mal, was es so im Duty-Free-Shop alles gibt. Biotherm Sunmilk 33,90. Okay. Ja, mal gucken, was die Parfümabteilung so sagt. Versace. Ah, hier ist Jean-Paul Gaultier. Le Male, mein Lieblingsparfüm. 99,90. Okay. 125 Milliliter, 92,90. Und die goldene Jean-Paul Gaultier kostet 109. Das ist natürlich happig. Aber riecht gut. Wobei mein absoluter Favorit immer noch Le Male ist von Jean-Paul Gaultier. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsparfüm ist. Hier gibt es noch eins, das sieht richtig fett aus. Skandal.
auch von Jean-Paul Gaultier. Skandal, passend zur Queen. Okay, das ist, glaube ich, mehr was für Frauen. Ich weiß gar nicht, ob das für Männer ist oder für Frauen. Oh ja. Oh. Ja, ich glaube, das hier ist für Männer. Und das andere, was hier gegenüber steht, ist für Frauen. Das müsste dann das hier sein. Das ist natürlich eindeutig für Frauen. 99. Und hier gibt es auch nochmal extra Hot. Sehr interessant. Und was haben wir hier? Jean-Paul Gaultier Skandal in Schwarz. Also das müsste wahrscheinlich für Männer sein. Und das hier ist für Frauen, wenn mich nicht alles täuscht. Der Doktor jetzt anerkannter Parfümtester. Oh ja. Boah, das riecht aber sehr intensiv. Also mir wäre das persönlich zu stark. Ich glaube, ich bleibe doch lieber beim Le Male. Le Male einfach immer noch das Beste. Ja. Erfrischend. Was kostet denn der Davidoff Cool Water? Haben wir hier auch noch. Ein famous Duft. 72,90, 62,90 für 125 Milliliter. Also Davidoff deutlich günstiger als Jean-Paul Gaultier. Und was haben wir hier? Davidoff Hot Water. 10 Milliliter für 29,90. Leider kein Tester. Hot Water hätte ich gerne probiert. Hier nochmal ein paar schöne Sonnenbrillen. Ray-Ban. Nee. Doch, Ray-Ban, tatsächlich. Original. Die ist ja auch mal schick hier. Das ist die Justin, glaube ich. Die habe ich auch. Und was meint er? Wird mir die stehen? Oder ist die zu altbackend? Ich finde die gar nicht mal verkehrt. Kostenpunkt 155. Eieieiei. Das ist natürlich der doppelte Preis von vier Mann. Also ihr seht, Freunde, Duty Free ist auch nicht mehr so günstig, wie es früher mal war. Früher konnte man richtig was sparen. Aber heutzutage sieht das jetzt nicht gerade so aus, als würde man da irgendwas sparen. Also ich meine, mit der Karstadt-Kaufhof-Karte, da habe ich auf jeden Fall mehr Prozente als ihr. Ja, Zigaretten, Tabak, sowas interessiert mich eh nicht mehr. Von daher, ja, war mal interessant, aber kaufen würde ich dann doch woanders. So Leute, das Warten hat ein Ende. Die Condor ist da, wie ihr sehen konntet. Ja, 13.05 Uhr ist jetzt der Start. Ich denke mal, gleich ist Boarding. Ne? Ja, so langsam ist der Flughafen hier auch proppevoll. Überall gehen jetzt Flieger los und ja, ihr könnt sehen, da hinten der Raucherraum, der ist komplett überfüllt. Da kann man eigentlich gar nicht mehr rauchen vor lauter Leuten da drin. Absolute Wahnsinn. Ja, hier gehen jetzt auch ein paar Maschinen los Richtung Fuerteventura, allerdings Eurowings. Ja, und ich würde sagen, wir sind gespannt drauf. Ne? Unsere Koffer stehen schon unten an der Maschine. Kann nicht mehr lange dauern. Danke für Ihre Geduld. Wir bitten nun alle Fluggäste des Condor Fluges 1, 4, 5, 6, sich zum Ausgang zu begeben. Ladies and Gentlemen, on behalf of Condor, Captain Mr. Helm and the entire crew, we welcome you on board on our flight to Fuerteventura. The flight time will be 4 hours and 10 minutes. Further information about today's flight will be given to you by our flight deck crew after takeoff. Let us stay on board. Aufsicht geladen werden. Das Rauchen ist im gesamten Flugzeug einschließlich der Toiletten nicht erstattet, da dies ein Nichtraucherflug ist. Der Gebrauch von E-Zigaretten ist ebenfalls verboten. Dieses Flugzeug hat 12 Notausgänge. 6 auf jeder Seite des Flugzeugs. Falls nötig, können einige Rutschen vom Flugzeug getrennt und als Floß oder Schwimmhilfe genutzt werden. Im Notfall lassen Sie Ihr Gepäck zurück und ziehen Ihre hochhackigen Schuhe aus.
Dieses Flugzeug ist mit einer Druckkabine ausgestattet. Wahrscheinlich im Fall eines Druckverlusts fallen automatisch Sauerstoffmasken aus dem Deckenfach über Ihnen. Ziehen Sie eine der Masken zu sich heran, um den Sauerstofffluss zu starten, und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Befestigen Sie die Maske mit Hilfe der elastischen Bänder. Setzen Sie erst Ihre eigene Maske auf, danach helfen Sie anderen. Sitzen, bis die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Im Namen von Condor möchten wir uns jetzt von Ihnen verabschieden und wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit uns gefallen. Wir wünschen jetzt einen wunderschönen Urlaub und hoffen, Sie bald wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Bis dahin sagen wir Tschüss, Goodbye und auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Nichts geht und es werden immer mehr. Es werden immer mehr Menschen, aber keine Koffer kommen. So Leute, gelandet auf Fuerteventura. Ja, irgendwie geht hier gar nichts heute. Das ist absolute Katastrophe. Hier sind über 1000 Leute in dieser Halle, keine Klimaanlage, nichts. Wir warten jetzt schon über eine Stunde auf die Koffer. Ja, und irgendwie kommt nichts. Ich bin mal gespannt, ob wir heute noch hier unsere Koffer kriegen und hier wieder rauskommen. Aber momentan sieht das leider nicht so aus, ne? Wir können sofort wieder abreisen, ja. Ich hab keinen Bock mehr. Ist echt stressig hier. Also sowas habe ich auch noch nicht gehabt, ehrlich. Normalerweise 20 Minuten, eine halbe Stunde ist man raus, aber das war heute alles irgendwie chaotisch. So Leute, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr abenteuerliche Reise heute. Ja, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Also das Ganze hat sich ziemlich hinausgezögert. Erst hatte die Maschine Verspätung. Ja, dann eine Kofferbandverspätung, also alles hatte irgendwie ein bisschen Verspätung. Jetzt haben wir genau 18.55 Uhr Ortszeit,
also kurz vor 7. Wir sind um 9 Uhr heute Morgen in Duisburg losgefahren. Ja, und wir haben jetzt circa noch eine Stunde bis Coralejo, bis zu unserem Hotel. Und ihr könnt mir glauben, ich mache 3 Kreuze, wenn wir da sind. Dann gibt es erstmal eine kalte Dusche, dann werden erstmal Koffer ausgepackt. Ja, und dann ab in den Ort, irgendwo was zu essen jagen. War auf jeden Fall eine abenteuerliche Reise und ich denke mal, das Abenteuer, das wird sich auf jeden Fall noch fortsetzen hier auf Fuerteventura. Wir haben eine Menge vor, lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, abonniert den Kanal. Und ja, wenn ihr mehr von Fuerteventura sehen wollt, dann lasst euch überraschen. Ich werde euch da auf jeden Fall einmal wöchentlich auf dem Laufenden halten. Und ansonsten sehen wir uns gleich hoffentlich im Hotel wieder. So Leute, wir sind gut angekommen im Bristol Playa Hotel. Eine Roomtour werden wir morgen machen, weil das sieht jetzt alles ziemlich chaotisch aus. Es ist schon ziemlich spät, wir haben jetzt 9 Uhr und wir sind ausgehungert und ausgelaugt bis zum geht nicht mehr. Wir werden jetzt mal in den Ort gehen und irgendwo was Leckeres essen. Ja, wenn ihr das alles sehen wollt, dann schaut mal vorbei. Im nächsten Video gibt es mehr hier aus Fuerteventura, aus Coralejo. Lasst gerne mal ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos. Ja, und damit würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Noch komplett weiß. Mal gucken, wie das in einer Woche aussieht. Lasst euch überraschen. Ciao, ciao, macht's gut, euer Doc. Peace out.